Gottesdienstes vorstellen, Uwe Heimowski. Uwe Heimowski ist seit 26 Jahren verheiratet. Er hat 5 Kinder und er hat gearbeitet als Erzieher, als Pastor. Er war 7 Jahre Referent für Menschenrechte im Abgeordnetenbüro im Bundestag und ist jetzt seit 5 Jahren politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz am Bundestag. Heißt ihn doch mal mit einem herzlichen und warmen Lukas-Applaus ganz herzlich bei uns willkommen. Uwe, schön, dass du da bist. Du darfst gerne hier an meiner Seite Platz nehmen. Ich habe mich auf den Sonntag gefreut mit dir. Du bist ein toller Typ, den ich unglaublich gerne mag und freue mich darüber, dass du hier zu uns gekommen bist. Bevor ich mit dir über deine Geschichte mit Jesus sprechen möchte und wie du Jesus kennengelernt hast, möchte ich dich erst ein bisschen zu deinem Beruflichen befragen. Du bist sozusagen unterwegs für die Deutsche Evangelische Allianz. Jetzt wissen nicht jeder, was ist denn das eigentlich für ein Verein? Warum gibt es den? Wer sind die? Magst du das erklären? Ja, also die Evangelische Allianz hat in diesem Jahr Jubiläum, 175 Jahre, 1846 in London gegründet. 1846 gab es keine Religionsfreiheit weltweit. Also in Deutschland, religionsverfassungsgerecht, haben wir seit der Weimarer Reichsverfassung 1919. Und 70 Jahre davor haben sich Christen getroffen, die alle die gleiche Erfahrung gemacht haben. Die haben Jesus lieb, die lasen die Bibel, die wollten evangelisieren, die wollten sich gesellschaftlich einsetzen. Aber die waren immer in ihren Ländern die Minderheit. Also die Pietisten im Schwäbischen und die Methodisten in England gegenüber den Anglikanern und ganz viele. Und die haben gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass uns doch viel mehr verbindet, als uns trennt, auch um unsere Schlagkraft in den Ländern zu erhöhen. Und deswegen haben die ein Netzwerk gegründet, das gesagt hat, wir wollen gemeinsam miteinander Bibelkonferenzen veranstalten, Gebetswochen veranstalten. Wir wollen gemeinsam unsere Stimme erheben zu Themen wie Abschaffung der Sklaverei, Religionsfreiheit. Weil wenn jeder das Einzelne macht, kommen wir nicht zu Potte. Wenn wir das aber gerade auch als Freikirchen, als Minderheitsgruppen gemeinsam machen, dann haben wir eine Stimme. Und das ist der Kerngedanke bis heute. Die Evangelische Allianz in Deutschland ist ein ganz kleiner Verein, also die Mitgliederversammlung heißt Hauptvorstand, das sind 65 Leute, gar nicht groß, zu dem aber über 360 Werke gehören, das über 4000 Missionare ausgesendet hat, zu dem 1000 Ortsgruppen gehören, die Allianz-Gebetswoche durchführen, an manchen Orten gibt es Allianz-Kindergärten und so weiter, also eigentlich ein ganz kleiner, organisatorisch kleiner Verein, der eine doch ziemlich große Schlagkraft hat. Jetzt bist du Interessenvertreter am Deutschen Bundestag. Wie groß ist dein Büro? Wie viele Mitarbeiter hast du? Was ist so dein Mitarbeiterstab? Er war schon da. Also Freitag hat er mich besucht und das ist schön. Unser Büro hat erstmal eine super Lage. Ja? Also wir sind 2 Minuten entfernt vom Brandenburger Tor. Ich gucke aus dem Fenster und schaue auf das Holocaust Memorial. Und dort, wo das gebaut ist, war mal der Todesstreifen. Also das ist einfach auch historisch an so einem Tag wie heute. Ja? Du guckst aus dem Fenster und siehst, dort ist Deutschlands größte Schuld und du guckst auf deine Füße und stehst auf dem Fundament von Gottes größter Gnade, ja, nämlich, dass die Mauer gefallen ist. Manchmal an so Tagen wie heute bin ich dann in meinem Büro und gehe los und kriege erstmal Gänsehaut, ja, das ist total bewegend. Das Büro, ja, ein kleines Büro, ich habe noch eine Mitarbeiterin, Kerstin Rieder heißt die, ihr Vater war mal hier Heizarmee-Offizier in Berlin, Leiter auch, also Vorsitzender auch vom Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg, vielleicht der ein oder andere hat den Namen mal gehört. Auf jeden Fall zu zweit sind wir und der Job dort, also und es gibt ein kleines Arbeitsbüro und daneben noch so einen Versammlungsraum und der Job ist, zu Politikern zu gehen und denen sagen, Leute, in unserem Grundgesetz steht in Verantwortung vor Gott und den Menschen und das bedeutet im konkreten Fall, zum Beispiel beim Thema Lebensrecht oder beim Thema Christenverfolgung, sowas. Ja. Was ist denn sozusagen das, was du tagtäglich machst? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann versuchst du die Interessen der Deutschen Evangelischen Allianz Christen, nenne ich mal, irgendwie bei Politikern zu vertreten, dafür zu werben. Habt ihr da jetzt so ein Grundsatzprogramm geschrieben, wo ihr sagt, dafür treten wir ein? Habt ihr euch auf bestimmte Themen spezialisiert? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist dann dein Alltag? Ja, fangen wir mit der letzten Frage an. Also wir haben tatsächlich eine Art Grundsatzprogramm, also eine Schrift, die heißt Sucht der Stadt Bestes. Das hat über Jahre mal Theologen entwickelt und da stehen so verschiedene Fragen drin, die überarbeiten wir aber gerade. Und es gibt so ein paar Themen, die waren in der Genetik der Evangelischen Allianz. Als sie sich 1846 gegründet hat, war völlig klar, unser Kernthema ist Religionsfreiheit, weil wir uns einsetzen für verfolgte Christen, aber für alle anderen eben auch. Also dann wurde zum Beispiel für die Freiheit der Zeugen Jehovas gekämpft. Ja, also Religionsfreiheit ganz tief.
Und damals schon war ein Riesenthema das ganze Thema Sklaverei. Wer so ein bisschen die evangelikale Welt vor Augen hat, der weiß, William Wilberforce in England hat für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft, ein frommer Abgeordneter im Bundestag. Wir kennen das Lied Amazing Grace, John Isaac Newton, der das geschrieben hat und ist ein ehemaliger Sklavenkapitän. Also dieses Thema war sozusagen, das ist in unserer Genetik. Und der Kampf gegen Menschenhandel heute zum Beispiel spielt eine große Rolle. Ich bin Gründungsmitglied und wir als Allianz sind da ganz aktiv im Verein gemeinsam gegen Menschenhandel. Neustart habt ihr ja hier um die Ecke, ne? Der Gerhard Schönborn ist da auch in dem Verein Mitglied und so. Also das ist etwas, was uns sehr, sehr bewegt sowieso. Dann alles, was mit Lebensschutz zu tun hat. Also die ganzen Fragen nach, darf ein Kind, das gezeugt wird, auch zur Welt kommen? Wie sieht es aus am Lebensende? Ist es das größte Freiheitsrecht, dass Menschen sich ihr Leben nehmen dürfen und wir ihnen dabei assistieren? Oder wäre es nicht viel wichtiger zu sagen, wir schützen und wir schaffen Hospize und Palliativangebote, damit Menschen überhaupt auch bis zum natürlichen Ende leben wollen? Das sind so Themen, mit denen wir unterwegs sind und viele, viele andere, die sich daraus ergeben. Wir haben uns sehr stark zum Thema Flüchtlingspolitik geäußert. In der Bibel steht, du sollst den Fremdling willkommen heißen. Und dann war ich auf Lesbos, habe mir das angeguckt, auch mit dem Abgeordneten zusammen und haben ziemlich viel getrommelt, dass da was besser werden kann, weil so geht es einfach nicht. Und so könnte man jetzt eine Reihe von Themen nehmen. Die sind uns zum Teil sozusagen in der DNA als Christen und dann geht es immer auch wieder um Tagesentscheidungen. Also wie positioniert man sich zum Thema Ehe, wie positioniert man sich zu verschiedenen Sachen, die dann in diesen Gremien auch besprochen werden und die Frage ist dann immer, was machen wir jetzt, ne? Wo äußern wir uns? Dann hast du zuerst gefragt, wie mein Alltag aussieht. Ich lebe in Gera, in Thüringen und komme immer nur während der Sitzungswochen hierher. Ich habe in meinem Büro auch ein Klappbett, also ich penne dann im Büro sozusagen und bin in der Zeit hier und den Rest der Zeit entweder im Homeoffice oder ich bin deutschlandweit unterwegs, mache Seminare. Und mein Herzensanliegen ist, Christen zu begeistern dafür, dass dieses Land echt toll ist, dass es uns im Vergleich zum Rest der Welt sowas von gut geht, dass wir hier Freiheit haben, dass wir Verantwortung haben, dass wir mitmischen können, dass wir hier in Deutschland gestalten können und dass wir beten dürfen und dass wir Gottesdienste feiern können. Und wenn Corona ist, dann können wir sie streamen oder wir haben so viele Chancen und wir haben so viel Kohle in der Tasche und können dem Rest der Welt so viel abgeben. Also das ist das, was mich wo meine Leidenschaft ist. Cool. Jetzt stelle ich mir vor, du setzt dich da Jahr für Jahr ein. Gibt es so Dinge, wo du denkst, Mensch, da war es echt wichtig, dass wir da waren, da konnten wir echt was bewirken? Also im Ganzen muss man natürlich so ein bisschen auch, ich sag mal, auch demütig sein. Ja? Also es gibt 1000 akkreditierte Verbände beim Bundestag. Also 1000 Lobbygruppen, die offiziell angemeldet sind und davon sind wir eine. Das heißt, wenn unser Einfluss 1 Promille ist, 1 Promille auf 708 Abgeordnete oder jetzt 735 neuerdings, dann ist das schon nicht so viel. Ja? Da wollen alle was. Da wollen die Hasenzüchter was und die Chemieindustrie will was und Greenpeace will was und was ich denn. Also alle wollen irgendwas. Ja? Wenn man das mal in eine Relation setzt, dann muss man einfach sagen, Leute, wir sind nicht die evangelische Allianz und weil wir irgendwie mit Gott unterwegs sind, verändert sich die ganze Welt, sondern wir sind ein Partner als Ansprechpartner. Für die Themen, die ich genannt habe, sind wir ein erstaunlich starker Ansprechpartner. Das Thema Religionsfreiheit und verfolgte Christen wäre kein Thema im Bundestag gewesen, wenn nicht die Evangelische Allianz das vor Jahren schon eingebracht hat. Das lief über verschiedene Politiker, zuletzt war es sehr, sehr stark Volker Kauder. Wir haben die Brücke geschlagen für Open Doors, die sich im Bundestag engagieren können, die da auch Zugänge haben für andere Gruppen und so. Es gibt seit 2017 einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit. Das haben im Koalitionsvertrag Volker Kauder, evangelischer Christ, und Andrea Nahles von der SPD, katholische Christin, die auch ein tolles Buch geschrieben hat, Frau gläubig links. Also wirklich, die leider weg ist, ich habe die sehr geschätzt. Auf jeden Fall, die haben das gemeinsam in den Koalitionsvertrag geschrieben und Kauder hat dann mal gesagt, also wenn uns die Allianz nicht seit 15 Jahren genervt hätte mit dem Thema, hätten wir das wahrscheinlich nie gemacht. Und wenn du das siehst, dass es einen Beauftragten gibt, der im Bundestag einen Bericht vorgelegt hat und ein Schwerpunktthema war die Situation von Konvertiten in Ländern mit Blasphemiegesetzen, also zum Beispiel in Pakistan, zum Beispiel in Afghanistan, zum Beispiel im Iran, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Also dass der Bundestag über so ein Thema überhaupt diskutiert, ist eine Initiative gewesen der Evangelischen Allianz. Und da kann man sich als 1 Promille doch durchaus auch mal ein bisschen stolz zeigen. Ich will mal fragen, gibt es da viele Christen im Bundestag und kennen die sich, trifft man sich, betet man vielleicht zusammen? Oder mal ganz zugespitzt gesagt, spielt Jesus irgendeine Rolle da? Spielt Jesus eine Rolle im Bundestag? Also unser Bundestag ist ja, unsere Demokratie ist ja zuallererst mal wirklich definiert durch unser Grundgesetz. Und das Grundgesetz beginnt mit den Worten in Verantwortung vor Gott und den Menschen.
und geht dann weiter mit der Würde des Menschen. Das heißt, jeder Abgeordnete, der reingewählt wird und sich auseinandersetzt mit der Geschichte des Bundestags und der Demokratie, kommt auf die Geschichte, kommt auf das Grundgesetz, kommt auf diese Fragen. Der Bundestag hat einen eigenen Andachtsraum. Jeden Donnerstag und jeden Freitag klingeln die Glocken vom Kölner Dom quer durch den Bundestag und es gibt eine Andacht. Ja, jeden zweimal in der Woche. Es gibt das Gebetsfrühstück, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das ist eine Stiftung, die das organisiert. Und jeden Freitag trifft sich in der parlamentarischen Gesellschaft ein Kreis von etwa 40 Leuten, die nicht immer alle können, aber und liest miteinander die Losung, betet miteinander, tauscht sich aus zum Thema Losung. Und das sind Leute wirklich aus allen Fraktionen. Da wird nicht auf das Parteibuch geguckt, sondern das sind gläubige Leute. Und dann gibt es natürlich... Es gibt auch sonst noch viele Veranstaltungen und so, aber ich sag mal, Christsein ist im Bundestag erheblich mehr gegenwärtig als an sonstigen gesellschaftlichen Teilen irgendwo. Also ich sag mal, im Abgeordnetenhaus in Berlin wahrscheinlich weniger als im Deutschen Bundestag, um nur ein Beispiel zu nehmen. Das ist ganz erstaunlich. Und meine Rolle ist manchmal so, es gab zum Beispiel eine Situation, da war ich war gesundheitlich angeschlagen und kam dann wieder nach einer längeren Zeit und traf dann einen Abgeordneten Gläubigen und der sagte als erstes, so, eigentlich wollte ich dich fragen, wie es dir geht, aber bevor das machen, kannst du mal für mich beten? Sag, warum? Sagt er, du, ich kriege so viele Mails von Christen, die in dieser Corona-Zeit uns hier angreifen, beschimpfen, verfluchen zum Teil. Ich brauche mal irgendwie vernünftigen Gläubigen. Kannst du mich mal segnen einfach? Ich halte das sonst nicht aus. Also es gibt viele Gläubige und es gibt leider auch Leute, die aushalten müssen, dass Christen manchmal ganz schön bescheuert sind. Ich wollte mal fragen, wenn du jetzt so in den Bundestag gehst und mit den Politikern sprichst und du sagst, ich bin von der Deutschen Evangelischen Allianz, was ist denn so die Reaktion? Freuen die sich, dass du da bist oder sagen die erstmal, mit dir, euch wollen wir nicht viel zu tun haben? Was erlebst denn du da so? Ja, also erstmal grundsätzlich positiv, das hat aber auch damit zu tun, dass die, mit denen ich spreche, die können ja was mit mir anfangen. Also weißt du, der deutsche Kleintierzüchterverein, der wird jetzt nicht beim katholischen Vertreter kommen und fragen, ich würde gerne mit Ihnen über Religion reden, sondern ich habe ja einen Grund, warum ich komme. Ja, und Umweltverbände wenden sich an den Umweltausschuss und jede Fraktion im Deutschen Bundestag hat einen Beauftragten für Religion oder Kirchenfragen. Also das wissen viele auch nicht, so wie es einen verkehrspolitischen Sprecher gibt, gibt es auch einen religionspolitischen Sprecher. Und deren Interesse ist natürlich, dass die möglichst viele gesellschaftliche Gruppen auch kennen, abbilden, dass sie denen zuhören, dass sie wissen, was denken die. Wenn jetzt das Thema assistierter Suizid da ist, dann wollen die auch wissen, wenn da irgendwie 1 Million Allianzchristen in Deutschland sind, was denken die denn dazu? Und wenn ich da die Leute treffe, dann sind die erstmal ziemlich offen, weil die wissen, es gibt evangelisch, katholisch und es gibt noch eine Menge mehr, was man irgendwie nicht so richtig greifen kann. Und dann ist Allianz zumindest mal ein Gesicht für diese Vielzahl von teilweise unabhängigen Gemeinden, kleineren Gemeindebünden, Gruppen innerhalb der Landeskirche, die sich sonst nicht repräsentieren fühlen und so. Und das wissen Leute durchaus, das schätzen die. Es gibt auch immer mal Leute, die finden es ein bisschen schwierig. Also wir haben zum Beispiel immer, also jetzt werden wir eine E-Mail schicken nächste Woche, wo wir allen Leuten schreiben, nochmal dieses In Verantwortung von Gott und den Menschen, dass wir für sie beten, dass wir sie segnen und dass wir Ansprechpartner sind. Und da hat bei der letzten Legislatur jemand mir zurückgeschrieben, wissen Sie, ich bin Atheist, ich will mit Glauben nichts am Hut haben, nehmen Sie mich sofort aus Ihrem Verteiler und schicken Sie mir nicht solche E-Mails. Dem haben wir dann geantwortet, entschuldige, das ist Ihre offizielle Bundestagsadresse, ja, und man kann hier alle anschreiben, da gibt es keinen Verteiler, in dem Sie illegal mit drin sind. Aber das war ein einziger, viele andere bedanken sich, finden das gut, schätzen das. Es gibt auch Gruppen, die das ein bisschen zu vereinnahmen versuchen, muss man auch sagen. Wir hatten in der letzten Legislatur eine neue Partei im Deutschen Bundestag, die sehr stark darauf abzielt, mit bestimmten Triggerworten Fromme für sich zu gewinnen. Und die waren natürlich, die haben uns öfter mal eingeladen als die anderen. Und das waren nicht immer nur schöne Erfahrungen. Ja, ich habe jetzt den Parteinamen ganz elegant umschifft, ja, weil wir als Evangelische Allianz nicht parteipolitisch unterwegs sind, sondern mit Inhalten. Aber die Erfahrung mit der AfD war schon grenzwertig. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 3. Oktober, du hast es auch schon am Anfang angedeutet. Wie erlebst du so einen Tag? Was gibt es bei dir für Gefühle? Wo lebst du in Ostdeutschland, in Gera? Du bekommst das politische Geschäft mit. Wofür bist du besonders dankbar an so einem Tag? Meine Mutter ist 1936 in Litauen geboren, deutsche Minderheit. Die musste flüchten. Da war sie 9 Jahre alt, die ist auf dem Weg in Polen im Lager vergewaltigt worden mit 9, die hat übelste Sachen erlebt.
und ist dann irgendwann in Thüringen angekommen. Und in Thüringen hat sie dann ihren Vater wieder getroffen, die waren getrennt und lebte mit ihrem Bruder zusammen. Die waren erst 12 Geschwister, nur 3 haben überhaupt überlebt. Die Mutter war dann noch 5 Jahre lang verschollen, also richtig, richtig heftig. Und Thüringen war für sie der erste Ort, wo der Vater wieder Arbeit hatte, wo sie in die Schule gehen konnte, da wurde sie konfirmiert. Das war für sie das gelobte Land. Und dann damals gab es schon diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel, das wissen viele nicht, nach dem wurden die Flüchtlinge verteilt und sie landete dann in Niedersachsen. Und ich bin aber aufgewachsen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein, immer mit diesem Thüringen ist das gelobte Land. Ja? Das ist irgendwie das Größte überhaupt. Und als dann die Mauer fiel und als durch verschiedene Führungen wir in Gera im Osten Thüringens gelandet sind und 3 ihrer Enkel in Thüringen geboren sind und so, also ich kann ja gar nicht die Emotionen erzählen, die das bei mir und bei meiner Mutter hatte, ja, das, weißt du, also meine Enkel sind da, das ist überhaupt nicht, deswegen, wenn ich Tag der Deutschen Einheit höre, dann bin ich immer begeistert ohne Ende. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, Mann, da ist so viel schief gegangen und nicht umsonst wird die AfD so viel gewählt. Also sind ja nicht alle nur glücklich über den Zustand der Einheit. Ich kenne wenige, die was dagegen haben, aber nicht alle sind mit dem Zustand, wie er heute ist, einverstanden. Und ich weiß noch, dass mal eine unserer Töchter ging durch Gera und dann stand eine Frau an der Ampel und sagte, ach, ich kann das nicht mehr leiden mit den Wessis, die sollen alle wieder nach Hause gehen. Und meine Tochter sagt dann so ganz keck, sagt, ja, aber wenn mein Papa nach Hause geht und meine Mama Schweizerin ist und wir alle hierhin geboren sind, wie soll das denn funktionieren? Das geht ja gar nicht. Und da fand ich erstmal toll, dass sie sich so zu gewehrt hat da an der Ampel. Und zum Zweiten denke ich, also Wiedervereinigung hat ja da tatsächlich funktioniert. Ja? Ich bin der einzige Wessi in meiner Familie. Cool. Wir haben musikalische Begleitung. 2 Studenten von MC werden den Gottesdienst musikalisch begleiten. Ich freue mich total über Jan und Naomi. Und weil heute auch noch Erntedankfest ist, haben wir einen Choral rausgesucht, den die beiden für uns vertonen. Ihr dürft auch gerne innerlich mitstimmen und mitsingen. Und wir wollen einfach Jesus danken für die Versorgung im letzten Jahr. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.
Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen Fehler, Sünder, Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Vielen, vielen Dank. Ein tolles, tolles Lied. Uwe, ich möchte mit dir ein bisschen sprechen, wie man sich politisch einbringen, wie man sich politisch engagieren kann. Jetzt ist es ja so, dass die Politik nicht den allerbesten Ruf genießt. Es geht ständig um Machtspielchen, hat man den Eindruck, um Positionsspielen. Jetzt vor der Wahl war es natürlich extrem, nach der Wahl geht es irgendwie weiter. Was sagst du Leuten, die irgendwie skeptisch gegenüber dem ganzen Geschäft stehen, wie das auch so ein bisschen mit Abstand zu genießen ist? Was sagst du solchen Leuten? Also es gibt ja bestimmte Gründe bei bestimmten Menschen, die kann ich nachvollziehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Russlanddeutschen sprichst, die aus Systemen kommen, wo sie unterdrückt wurden, wo sie verfolgt wurden und so, dass die eine Theologie entwickelt haben, also so ein bisschen mennonitische Tradition, aber auch andere freikirchliche Traditionen, dass sie sagen, wir mischen uns nicht ein in diese Welt, sondern wir sind Gemeinde und sind Zeugnis und Licht in dieser Welt, indem wir als Gemeinde funktionieren und durchdringen damit die Welt. Das hat sehr viel mit Verfolgungssituationen zu tun, das kann ich nachvollziehen, dass man da sagt an der Stelle. Wenn ich direkt in die Bibel hineingucke, dann sehe ich aber, dass Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, sucht der Stadt Bestes. Er sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen zuerst und so. Und wenn ich in die Kirchengeschichte gucke, dann entdecke ich die ersten Krankenhäuser, Hospize, die ersten Universitäten, die ersten Kindergärten und so weiter und so weiter. Das haben alles Christen erfunden. Die katholische Kirche hat nach dem Ersten Vatikanischen Konzil die katholische Soziallehre verabschiedet. Da sind drei Elemente drin, die heißen Individualität, Subsidiarität und Solidarität. Also die Würde des Menschen, dass die kleinste Einheit, also vor Staat kommt erstmal Familie, vor dem Land, Bund das Land und das Teilen mit denen, die nicht teilen können. Das sind Grundprinzipien, die für unser Grundgesetz heute prägend waren, weil Christen sie mal formuliert haben. An diesem Beispiel will ich deutlich machen, wenn Christen sich einbringen, und zwar sowohl denkerisch, strategisch als auch mit Gründungsinitiativen, dann können sie eine Gesellschaft zum Positiven gestalten. Ich erlebe im Moment viele, viele, viele Christen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben und manche auch, die schicken dir Endzeitprophetien, da kriegst du das kalte Grausen, weil die mit Verschwörungstheorien sich mischen. Das ist wirklich grenzwertig, nichts gegen Endzeitgedanken. Jesus wird ja wiederkommen irgendwann, aber wenn sich das mit so Verleumdungen mischt. Und die ziehen sich wieder zurück aus der Welt. Beschweren sich aber gleichzeitig, das C in der CDU ist verloren gegangen und immer weniger christlich diese Welt und immer mehr Abtreibung. Aber das geht ja nicht. Ich kann von einer gefallenen Schöpfung nur erwarten, dass sie sich an Reich Gottes Maßstäben orientiert, wenn ich Reich Gottes Maßstäbe einbringe. Und deswegen wünsche ich mir total, dass Christen anders denken von Politik, anders denken von Gesellschaft, anders denken von der Welt überhaupt. Nicht einfach, die ist gefallen und jetzt geht sie kaputt und ist egal, sondern nee, sie ist Gottes Schöpfung und wir haben sie zu bewahren und zu bebauen und wir haben hier das Reich Gottes auszubreiten und wir haben für Gerechtigkeit und Frieden, für Shalom und für gute Löhne und weiß ich was alles zu kämpfen und für die Abschaffung von Sklaverei und die Abschaffung von Kinderarmut. Und deswegen fand ich es so toll, als die Evangelische Allianz 2000 die Micha-Initiative gegründet hat, weltweit, die Millenniumsszene der UNO unterstützt, die Armut zu halbieren und so weiter. Das sind tief christliche Dinge.
zum politischen Geschäft im Sinne von Parteipolitik. Da sagen ja auch Leute, Mann, jetzt gab es diese Maskenaffären und die ganzen Korrupten. Aber es waren zwei Leute aus dem Bundestag, die zurückgetreten sind. Und da waren 708. Also 706 hatten keine Affäre. Wir hatten 16 Jahre lang eine Kanzlerin, die keine einzige Affäre hat und die keinmal solche Macho-Sprüche rausgehauen hat wie Donald Trump. Wäre auch schwierig gewesen für eine Frau, aber ich meine, wir haben hier auch ganz viel anständige Menschen, die was tun, und ich glaube, wir sollten das erstmal wertschätzen. Dann zur Frage, was können wir tun? Ist immer, also für mich beginnt Politik immer ganz klein, ganz unten. Immer die Frage, wenn ich irgendwo bin als Gemeinde und auch als Christ, was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung? Kann ich meinen Kiez mitgestalten? Ich erlebe gerade bundesweit, dass es Initiativen gibt von Kita-Gründungen von Gemeinden, so viele wie nie. Es gibt Gründungen von christlichen Schulen, so viele wie nie. Ich erlebe, dass immer mehr Initiativen sich gründen gegen Menschenhandel. Das ist alles sehr politisch, viel politischer als man denkt. Und wenn man da dann auch mal eine Weile dabei ist oder in Netzwerken, Stadtteilgemeinden oder so sich einbringt, dann kommt man vielleicht auch über kurz oder lang auf die Idee, kann ich auch in einer Partei mitmachen, in einer Partei mitgestalten. Ich habe ein paar Freunde, ein Freund von mir, ein guter Freund, Heilsarmee-Offizier aus Chemnitz, der irgendwann gemerkt hat, hey, ich will nicht immer nur die Armen aufsammeln, ich möchte was dafür tun, dass Armut gar nicht erst entsteht, und ist deswegen in eine Partei eingetreten worden, im Bundestag gewählt worden. Also ich wünsche mir, dass Christen wahrnehmen, erstmal die Welt ist Gottes Welt, sie nicht so negativ sehen, dass sie wertschätzen, was Leute für uns tun, und dass sie dann an ihren jeweiligen Orten anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das bis in die Parteipolitik läuft, umso besser. Gab es einen Moment bei dir in deiner Geschichte, wo du gesagt hast, jetzt bin ich gefragt, dass du das auch so für dich in deinem Berufsweg sozusagen dann Teil davon geworden ist, dich politisch zu engagieren? Hast du so ein Herzensthema, mit dem du losgezogen bist? Wie hat sich das bei dir persönlich entwickelt? Also es gab verschiedene. Ich habe bei der Heilsarmee in Hamburg meinen Zivildienst gemacht, und da habe ich dann, ich war dann schon Erzieher, ich war ein bisschen älter und habe dann eine Weile lang eine AIDS-Beratungsstelle geleitet. Und dort damals 92 war es total schwierig, für AIDS-Kranke Plätze in Hospizen zu bekommen, weil die Leute alle Angst hatten, sich anzustecken. Also damals gab es noch nicht so gute Medikamente wie heute, es war noch alles sehr tabuisiert, und deswegen haben wir mit ganz vielen Initiativen die Heilsarmee plus Homosexuelle in Kirche plus Corny Littmann, dem Präsident vom FC St. Pauli, der da Schmitz Tivoli geleitet hat und weiß ich was alles, also ganz breites Bündnis, die gar nicht zusammenpassen normalerweise, ja, so echt aktive Schwulenrechte, Verfechter zusammen mit der konservativen Heilsarmee. Aber wir haben alle das gleiche Ziel gehabt, nämlich, dass Menschen in Würde sterben können. Und haben dann einen Verein gegründet, haben dafür ganz viel organisiert, und das war meine erste Begegnung mit Politik, damit zu wirken. Es gibt bis heute Hamburg Leuchtfeuer, ist da entstanden, also diese Bewegung ist bis heute bestanden. Ich überspringe mal ganz vieles. Ich war da mittlerweile Gemeindepastor in Gera. Und in Gera haben wir uns als Gemeinde sehr stark auch sozial engagiert, in der Jugendhilfe. Wir hatten eine Gruppe für suchtkranke Jugendliche mitgegründet, haben später eine Kita gegründet, eine christliche Schule mitgegründet und ganz viele Sachen. Und hatten einen Bürgermeister, der alle unsere Kontakte in die Stadt nach seiner Wahl abgebrochen hat, weil er sagte, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich rede prinzipiell nicht mit Kirchen. Also Christen kriegen bei mir keinen Fuß in die Tür. Und das würde über ein paar Jahre immer schlimmer, das war wirklich unglaublich. Und dann saß ich irgendwann mit einem Ältesten aus der FEG zusammen, und wir haben beide so geschimpft, blöde Bürgermeister, und hier geht doch nichts. Und irgendwann gucken wir uns an und denken, ey, das ist doch jetzt irgendwie nicht Gottes Idee, dass wir hier nur am Rumlabern sind und rumschimpfen. Also Gott hat da irgendwie was anderes vor, oder? Und dann haben wir miteinander gebetet, haben ihn auch gesegnet. Es ist echt manchmal echt blöd, Leute zu segnen, die man nicht leiden kann, weil nämlich, wenn man jemanden segnet, kann man nicht schlecht über ihn denken. Aber zumindest, er kam uns menschlich näher, aber wir hatten politisch den Eindruck, wir brauchen einen anderen Bürgermeister. Und dann sind wir mal durchgegangen, so, wer kommt in Frage? CDU-Kandidat, der war auch nicht so doll und so. Und der da war von der SPD, aber es ging nicht um Partei. Auf jeden Fall haben wir dann den Eindruck gehabt, Gera braucht einen neuen Oberbürgermeister und keiner von den Kandidaten kommt in Frage. Also dachten wir, wenn Gott uns das so aufs Herz legt, was könnte denn jetzt sein? Und wir haben damals eine Website gegründet, die hieß www.gera2012, also es war 2011 und nächstes Jahr war die Wahl. Eine Stadt sucht einen Oberbürgermeister. Und jeder konnte einen Kandidaten vorschlagen auf dieser Website. Und wir zwei Spinner, also Gera hat
fast 100.000 Einwohner. Unsere Gemeinde hatte 86 Mitglieder, die FEG 45. Kannst du dir vorstellen, wir zwei Hansel da. 92% der Gera sind Atheisten. Also in keiner Kirche nennen sich auch Atheisten. Jetzt fangen wir zwei da an. Und haben Hotel gemietet, haben Presse eingeladen und so und haben gedacht, das wird voll der, also naja, brauche ich nicht auswählen. Das kann ja nur schief gehen. Und dann kam da der Deutschlandfunk, die Frankfurter Rundschau und. Die haben irgendwie, dachte ich, das ist jetzt mal originell, ja. So, und haben darüber berichtet und weil die alle berichtet haben und unsere Lokalzeitung jede Woche berichtet hat, haben sich, ich weiß gar nicht, 100 Vorschläge haben wir gekriegt. Also total spannend. Friedrich Merz wurde vorgeschlagen. Und wir sind jedem Vorschlag nachgegangen. Ich habe dann dem Herrn Merz eine E-Mail geschickt damals. Sehr geehrter Herr Merz, das und so erklärt, was wir hier machen. Und der schrieb dann zurück, Herr Hemowski, das ist jetzt gerade nicht meine Lebensplanung, aber so ein spannendes Projekt habe ich noch nie gehört. Vielleicht hätten Sie nächste Woche mal eine Stunde Zeit, können wir mal telefonieren. Dann hat er uns ein paar Tipps gegeben, wie wir das machen können. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und am Ende vom Lied stellte sich unsere Chefin vom Finanzamt als die geeignetste Kandidatin heraus. Die haben wir dann sozusagen vorgestellt und dann haben mehrere Parteien und Bürgerbündnis und so haben gesagt, die ist so geeignet, dass wir keinen eigenen aufstellen und die wurde Oberbürgermeisterin. Cool. Es war unfassbar und hat sofort eingeladen, einmal im Monat gab es ein Gebetsfrühstück im Rathaus, da kam die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und die Allianz gemeinsam und also es war total spannend für uns als Christen gegen Tür auf. Wir wurden nicht bevorzugt, das gar nicht, aber wir hatten einfach wieder den Draht. Und dann war Stadtratswahl und die Frau sagt dann zu mir so, Herr Hemowski, jetzt habe ich meinen Job gemacht, jetzt sind Sie dran, jetzt müssen Sie für den Stadtrat kandidieren. Ohne Mehrheit im Stadtrat wird das nichts und dann habe ich für den Stadtrat kandidiert und war dann da in einer Fraktion und viel im Bildungsausschuss, im Jugendhilfeausschuss gemacht. Also das war so mein persönlicher Weg, mich politisch zu engagieren und hat super Spaß gemacht und dann war ich über eine ganz andere Schiene war ich Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro von diesem Freund aus Chemnitz, dem Heilsarmee-Offizier. Und dadurch hatte ich sozusagen im Bundestag zu tun und vor Ort zu tun, war nebenbei noch Pastor. Und als ich dann bei der Evangelischen Allianz angefangen habe, da sagte meine Frau dann, wir sind auch noch verheiratet. Und dann habe ich mein Stadtratsmandat wieder zurückgegeben. Ja. Toll. Ich möchte zwei Fragen stellen, die aus der Gemeinde kamen. Das eine Wort ist das Stichwort Cancel Culture. Darf man noch sagen, was man wirklich denkt? Aktuell geht es um die ganze Frage mit dem Impfen. Kann man noch sagen, was man denkt? Wird man da irgendwie gecancelt? Ist man da nicht mehr willkommen? Gibt es manche konservative Christen, die sich Sorgen machen stark, dass ihre Themen gar nicht mehr gehört werden können? Ich wollte dich mal fragen, wie ist das von deinem Eindruck her? Stimmt dieser Vorwurf der Cancel Culture, dass in der Politik, in den öffentlichen, rechtlichen, es so etwas nicht mehr gibt, dass jeder sagen kann, was er möchte? Wie nimmst du das wahr? Ich fange wieder mal mit einem anderen Stichwort kurz an. Ich habe das im Auto liegen lassen. Wir haben als Evangelische Allianz eine Broschüre rausgebracht im vergangenen Jahr, gemeinsam mit Christ und Jurist und ADF International. Das ist so eine Bewegung von Anwälten für Freiheit. Die heißt Redefrei mit Recht über das Evangelium reden. Und da haben wir mal alle Gesetzestexte zusammengetragen. Darf ich einen Schülerbibelkreis starten? Darf ich in meiner Arbeit, darf ich da von meinem Glauben reden? Darf ich in einer Versammlung auf der Straße etwas sagen, was politisch nicht opportun ist? Wir haben das mal alles zusammengetragen, was man darf. Und ich hole die nachher, und ich habe hier so einen kleinen Büchertisch, dann lege ich die noch mit aus, weil ich glaube, die ist ganz spannend zu dem Thema. Es gab vor kurzem eine Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen gesagt hat in einem Interview, in einer Umfrage, dass sie nicht mehr sagen dürfen, was sie denken. Und das Verrückte ist, ich erlebe das überhaupt nicht. Also ich in meiner Funktion erlebe das 0,0. Ich habe 2017 gesagt, ich denke von Gott her und vom Grundgesetz her, die Ehe ist etwas nur zwischen Mann und Frau. Dann gab es Leute, die haben gesagt, der ist homophob und es gab Leute, die haben mich nicht mehr eingeladen und so. Aber ich habe meinen Job nicht verloren, ich bin nicht eingeknastet worden, ja, ich bin nicht wie in Nordkorea, liege ich in Ketten, weil ich mich zu Jesus bekannt habe oder sonst irgendetwas, sondern ich kriege Gegenwind, auch in sozialen Medien, aber ich darf es sagen. Und ich denke, eine Cancel Culture bedeutet eigentlich zuallererst, dass eine bestimmte Meinung verboten ist und ich meinen Job verliere oder im Studium, wenn ich nicht gendere, dann fliege ich raus oder so, dann kann ich nicht meine Arbeit so nicht schreiben. Da gibt es sicherlich Bestrebungen, die schwierig sind. Aber ich glaube, was viel schlimmer ist, dass Leute in ihrem Kopf das Gefühl haben,
ich darf das nicht mehr oder ich traue mich nicht mehr oder ich teile was bei Facebook und dann regen sich die Leute drüber auf. Nee, das ist so. Es gibt Leute, die regen sich auf. Und was mir total wichtig ist, ist, dass wir uns als Christen nicht in so eine Opferrolle zurückziehen. Also es gibt echte Opfer, es gibt Christen, die bringen wirklich Opfer. 200 Millionen Christen auf der Welt leben in Umständen, wo sie benachteiligt sind. Manche dürfen nicht in die Schule gehen, manche dürfen nicht heiraten, manche dürfen sich nicht versammeln als Gemeinden, manche werden richtig bedroht, manche kommen ums Leben. 200 Millionen. Und wir hier in Deutschland, wir kriegen vielleicht Gegenwind für eine konservative Meinung, aber da muss man dann durch. Ja, so. Und dann gibt es bestimmte Dinge, jetzt ohne irgendeinem irgendwas Böses wollen, aber es gab ja gerade dieses Beispiel mit Olaf Latzel in Bremen. Also hat ein Pastor in der Art der seiner Wortwahl, wer sich die Predigten anhört, die sind wirklich, die sind über der Grenze. Also er hat Menschen beschimpft. So, und dann wird daraus gemacht, zu sagen, wir dürfen also nicht mehr so deutlich über das Evangelium reden. Nee, das ist nicht der Punkt. Wir dürfen in unserer Art zu predigen nicht Menschen beleidigen. Wir dürfen keine Muslime beleidigen, wir dürfen keine Schwulen beleidigen. Und trotzdem dürfen wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und wir dürfen auch sagen, von unserem Verständnis ist die Ehe etwas zwischen Mann und Frau. Das dürfen wir alles sagen. Aber nicht beleidigend und nicht anti und so. Und deswegen, wir sollten aus solchen Situationen lernen, liegt der Gegenwind immer daran, dass wir das wirklich nicht dürfen? Oder haben wir zu viel Angst? Oder benehmen wir uns einfach auch falsch? Ja, das muss man bei all dem auch sehen. Wenn mein Gegenwind auch darin besteht, dass ich mich einfach total blöd benehme, dann muss ich vielleicht auch mal an mir was ändern und nicht die anderen dafür schuldig machen. Und dann noch ein Ausflug. Spannend ist, denken wir mal zurück. 1960. Eine Frau wird schwanger und ist nicht verheiratet. Die ist doch aus der Gesellschaft ausgestoßen worden. Er wurde in der Gemeinde nicht getraut, ja, wenn sie noch nicht verheiratet war und so weiter. Wir haben Leute gecancelt, rausgeworfen. Heute ist es ein bisschen anders, da sind es eher konservative Positionen, die gecancelt werden. Aber es gab doch schon immer eine Gesellschaft, die die Minderheitspositionen oder Leute, die anders waren, irgendwie ausgegrenzt haben. Und es lassen sich nicht so tun, als wenn alles so viel schlimmer geworden ist, sondern es hat sich vielleicht ein bisschen vom Konservativen eher Richtung links verschoben oder so. Aber als Christen sollten wir eigentlich für eine große Freiheit stehen. Zweite Frage, das letzte Jahr war ja nicht einfach mit der Pandemie, mit Corona, diesen ganzen Impffragen. Und auch in der christlichen Szene wurde das hin und her diskutiert, auch heiß diskutiert. Die Frage ist, wie bete ich für Menschen, die jetzt politisch in Verantwortung sind? Welche richtige Haltung nehme ich da ein? Man will nicht irgendwie alles gutheißen, was entschieden wird. Gleichzeitig will man nicht so überkritisch sein und komplett alles verwerfen. Was ist dann eine richtige Haltung, mit der ich auch für die Leute beten kann, die politisch Verantwortung tragen? Und damit die Frage verbunden, wie betest du für Menschen, die politisch Verantwortung tragen? Ich glaube, dass das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir uns frei machen von Unterstellungen gegenüber Menschen. Also die Banker, die sind alle korrupt. Oder die Linken, die sind alle für Abtreibung. Oder so. Also wir haben ganz oft in unserem Kopf ein Bild von, die sind alle so. Aber auch in der Politik sind Individuen, Menschen, ganz persönliche Menschen. Und ich bete manchmal für politische Strömungen, für Themen. Wenn jetzt der Marsch für das Leben ist, dann bete ich dafür, dass Menschen im Parlament es auch ankommt, dass Kinder leben dürfen oder so. Aber ich bete für Personen. Ich bete für Angela Merkel oder ich bete jetzt für Olaf Scholz oder ich bete nicht für die Politiker, sondern für diesen Menschen. Und diesen Menschen unterstelle ich, und ich glaube, dass das auch ein biblisches Prinzip ist, in Geist und Wahrheit zu beten. Ich unterstelle dem erstmal was Gutes, was Positives. Nicht irgendwie, ich lasse mich nicht darauf ein, von dem schlecht denken zu wollen, ja, sondern der hat einen Grund für das, was er macht. Und ich kann, wie damals in Gera, ich muss nicht diesen Bürgermeister als Menschen angreifen, aber ich kann für eine andere Politik sorgen, das darf ich ja. Und insofern bete ich dafür, wenn ich Menschen segne, in der Politik segne, für sie, für ihre Person, ich höre auf zu unterstellen, ja, Jens Spahn, der macht das ja nur, weil er irgendwie von der schwulen Lobby gesteuert ist oder weiß ich was ich da alles für E-Mails kriege und lass uns mal beten, dass Gott diesen Geister, dieser Lobby, und du denkst, sag mal, spinnt ihr irgendwie? Woher wollt ihr das denn wissen? Oder ja, die machen das ja nur, weil sie sich bereichern wollen. Oder Merkel will unbedingt einen Job bei der UNO und deswegen muss sie mit Bill Gates zusammen sein. Du glaubst nicht, was da alles ankommt. Und dann sagen Leute,
drück das in die Tonne, lass das, bleib bei der Wahrheit. Die Wahrheit ist, das sind Menschen, die übernehmen für dieses Land Verantwortung und die sollen wir segnen. Inhaltlich ist es wichtig, dass wir auch dafür beten, dass Positionen, die wir richtig oder falsch finden, durchkommen. Ich bete dafür, dass christliche Werte eine Rolle spielen. Ich bete dafür, dass sich ein Geist, der rassistisch ist oder antisemitisch ist, in diesem Land nicht ausbreitet. Also da gibt's auch verschiedene Ansätze. Von der Grundhaltung her, glaube ich, ist in der Bibel eine Spannung. Die eine Spannung ist die seit Untertan der Obrigkeit, die eine Seite, Römer 13, und die andere ist Apostelgeschichte 4, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn ich die zusammenfüge, heißt das, die Grundhaltung ist ein Wohlwollen gegenüber dem Staat, in den ich mich einfüge, in dem ich ein treuer Bürger bin, in dem ich Bürgerpflichten wahrnehme, in dem ich wählen gehe, in dem ich in der Partei Mitglied werden kann, in dem ich meine Steuern zahle. Und so ist es eine Grundhaltung, ja dazu zu sagen. Wenn mir aber in diesem Staat verboten wird, und das war die Situation in der Apostelgeschichte, wenn ich nicht mehr über meinen Glauben reden dürfte, dann wäre die Grenze, dass ich sagen kann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ich kann nicht meinen Glauben verleugnen, nur damit ich meinen Job behalte oder irgendetwas. Und in dieser Spannung sozusagen stehen wir. Und ich bete dafür, dass wir hier Glaubensfreiheit behalten. Ich bete dafür, dass wir vor allen Dingen, dass wir diesen Schatz, den wir haben, auch nutzen, um was Gutes dem Rest der Welt zu tun. Ja? Ich denke manchmal, die Christen in Nordkorea, die dürfen nicht demonstrieren, aber wir können in Berlin vor der Botschaft von Nordkorea demonstrieren. Und wenn wir das dann auch zeigen und im Gebet begleiten, glaube ich, können wir eine ganze Menge bewegen. Uwe, vielen Dank bis hierhin. Wir kommen gleich zu deiner persönlichen Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast. Wir haben noch mal Zeit, Naomi und Jan zu hören, das ein bisschen sacken zu lassen. Vielleicht auch Gott zu fragen, Gott, was soll mir das alles sagen?
jeden Tag und für immer besteht deine Liebe, die Hoffnung vergeht nie. Halleluja. Uwe, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Du hast ein bisschen von deiner Familie schon erzählt. Bist du christlich erzogen worden? Hat der Glaube eine Rolle bei euch gespielt? Also Glaube nicht wirklich, aber ich sag mal so eine Identität. So wie für meine Mutter war wichtig, die deutsche Minderheit in Litauen damals, die war einfach evangelisch. Die Litauer waren katholisch, die Russen waren orthodox und die Deutschen, die waren evangelisch. Und so, das war immer da, deswegen bin ich getauft und konfirmiert als Kind und so, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug zur Kirche, wirklich gar nicht. Also wir waren nicht mal Weihnachten in der Kirche, überhaupt nie, es war mehr... Das war mir so eine Identitätsfrage. Und für mich war das so, nach der Konfirmation war dann auch durch. Also ich brauchte irgendwie das Geld, fand ich ganz gut. Konfirmandenunterricht fand ich langweilig. Gottesdienst war blöd. Also selbst die Frau vom Pastor hat immer gepennt hinten in der letzten Reihe. Also das war irgendwie nichts für mich. Ja. Du bist als Jugendlicher in schwieriges Fahrwasser gekommen. Deine Familie hat Gutes gehabt, aber auch Schwieriges. Magst du ein bisschen erzählen? Ja, also meine Eltern sind geschieden, mein Vater war Alkoholiker und wenn ich so meine Familiengeschichte durchgehe, man denkt es eben nicht heute mit diesem Job und der Familie und so, das war völlig, völlig andere Startbedingungen. Meine Schwester ist mit 17 schwanger geworden, war dann später Prostituierte, die ist irgendwann ums Leben gekommen und mein Bruder war Alkoholiker, der andere war drogenabhängig. Also wir sind eine total, also alle Suchtfamilie. Und ich selber habe lange so gedacht, naja, also ich war so ein bisschen der Hoffnungsträger der Familie einerseits, andererseits kommen wir nachher noch drauf, aber ich war auf dem Gymnasium als Erster und so, das gab es überhaupt noch gar nicht. Und ich hatte dann auch lange gesagt, ich will nie was trinken, fass nichts an. Und aber irgendwie kurz nach der Konfirmation, ich bin ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da gab es immer Sommerfeste und es war klar, und jetzt bist du ein Mann sozusagen, jetzt darfst du was trinken. Habe ich zum ersten Mal Alkohol getrunken und habe gemerkt, ich war bis dahin sehr schüchtern, fast verklemmt. Und durch das Trinken wurde ich plötzlich mutiger und habe mir zugetraut und Mädchen angesprochen und so, dass ich relativ schnell angefangen habe, relativ viel zu trinken, ohne das so richtig zu merken. Und als ich so 15, 16 war, war ich dreimal die Woche in der Disco, immer bis zum Anschlag besoffen. Und dann lernte ich Leute kennen, die... haben mit Haschisch gedealt, sagten, hey, das ist viel geiler, wenn du kiffst, immer nur saufen, das ist langweilig und so. Dann kam Kiffen dazu und das hat sich irgendwie ziemlich gesteigert. Ich bin dann in der 7. Klasse sitzen geblieben, in der 9. nochmal sitzen geblieben, nach der 10. von der Schule geflogen. Also es war eine ziemlich heftige Zeit. Fing mit 14 an, hatte mal so eine kleine Phase zwischendurch, da hatte ich irgendwie meine erste feste Freundin, da war es mal ein Dreivierteljahr besser. Aber dann habe ich bei einer Party wieder was getrunken und da gab es eine ziemlich ätzende Prügelei und dann ging das auseinander. Und ja, also im Grunde genommen zwischen 14 und 22 ziemlich abgesackt. Die letzten Jahre kam noch dazu, dass ich in einer Spielhalle gelandet bin. Also ich war, da war ich irgendwie ganz merkwürdig, ich bin da relativ schnell rein und habe Geld reingesteckt und das hat mich so ähnlich gefangen genommen wie damals mit 14 das Trinken. So dass ich eigentlich sage, die letzten zwei Jahre waren so, ich war 16 Stunden pro Tag in der Spielhalle, länger hatte die nicht auf und habe nebenbei viel getrunken und also es war ziemlich heftig. Wenn ich jetzt damals kennengelernt hätte, dann hätte man ja bestimmt nicht gedacht, dass da irgendwie mal eine tolle Zukunft vor dir liegt irgendwie. Was hat dir denn geholfen, da rauszukommen? Was hat den Durchbruch gebracht? Ja, also tatsächlich viele Leute, die diese Hoffnung trotzdem hatten. Also eins war, ich hatte eine Mitschülerin, die hatte damals so einen Sticker immer an, da stand drauf, Jesus lebt. Die waren von der Bekenntnisbewegung gemacht. Paul Deitenbeck in Lüdenscheid hat die damals hergestellt. So ein roter Sticker, Anfang der 80er. Und ich habe die immer nur verarscht. Ja? Jesus klebt und also nur verarscht. Und dann irgendwann, als ich so in meiner größten Krise war, das heißt, ich hatte damals ein R4 und stand in Niebüll, wem das was sagt, in Nordfriesland, in meinem R4, so, der stand auf dem Parkplatz und ich habe mir gerade ein Joint... Ein Auto, ne? Ein Auto, ein Renault 4, genau. So ein kastiges Auto mit so einer Colt-Schaltung. Sehr kultiges Auto war das. Auf jeden Fall saß ich da in meinem total verrosteten, vergammelten Renault 4 und rauchte gerade ein Joint und dann fuhr diese Mitschülerin plötzlich an mir vorbei und
sah mich da und hielt mit dem Fahrrad und hielt an und klopfte an und so, Uwe, wie geht's? Und setzte sich da rein in meine völlig verqualmtes Auto. Und es war so spannend, weil ich habe die nur verarscht, dann bleibe ich sitzen, wir sehen uns nicht mehr. Und die hatte echt ein offenes Ohr. Die war total, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie die sich um mich gekümmert hat. Und am Ende vom Gespräch, wir haben eine Stunde geredet, hat sie mich eingeladen in einen Jugendkreis. Und da bin ich dann mitgegangen. Und der Jugendkreis war, damals hieß es noch nicht so, aber Arche Flensburg, Manfred Vetter. Und ich bin dann in Flensburg in diesen Jugendkreis gegangen. Und das war auch so eine Erfahrung. Der Manfred Vetter damals da mit seinem langen Bart und so, der sah so ganz anders aus wie Pastoren, die ich kannte. Jeans, Birkenstock-Sandalen, er mit seinem Bart und so irgendwie, der war, und war so ziemlich locker. Und ja, das war irgendwie toll. Also auf jeden Fall bin ich dann regelmäßig auch in diesen Jugendkreis gefahren, ab und zu mal in Flensburg, noch in Nordfriesland mit in die Gemeinde gegangen und so. Und dann war es ein Weg, ja, mit Niederschlägen, Rückschlägen und so. Die Leute waren unfassbar toll. Also ein Beispiel ist, ich war hier in der Gemeinde übrigens das erste Mal 1985, glaube ich. 1985, da hat die Jugend in Flensburg mit anderen zusammen einen Ausflug hierher gemacht. Hier war irgendwie eine Konferenz und die haben mich mitgenommen. Ja, und ich habe im Intershop mir damals 2 Liter Flaschen Whisky gekauft und als ich hier ankam, war die erste alle. Also ich bin hier reingetorkelt, ich war sowas von stinke besoffen, das ist echt verrückt. Dein Papa hier hat ein Seminar nahe hier gehalten, das weiß ich noch. Sven Schönheit hat Lobpreis gemacht, wer sich daran erinnert. Also wirklich, total, aber ich war sowas von, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich benommen habe, weil ich viel zu besoffen war, um mich daran zu erinnern. Und die waren sowas von nett zu mir, ja. Also die haben mich trotzdem mitgenommen, die haben mich auch wieder mit nach Hause genommen. Also irgendwie, es war faszinierend. Also da waren Menschen, und das kannte ich so nicht, die, obwohl ich ein Vollchaot war, gesagt haben, wir kümmern uns um dich und wir sind für dich da. Und das hat bei mir angefangen, dass ich tatsächlich gesagt habe, okay, die sind ja irgendwie anders. Irgendwie ist deren Glaube ja echt. Ja? Was könnte dran sein? Dass ich mal so ein erstes zartes Gebet gesprochen habe, dass ich angefangen habe, doch mal in der Bibel zu lesen oder mal ein Buch über den christlichen Glauben und gemerkt habe, also ich weiß noch, ein erstes Buch war Ulrich Pazani, Schöpfungs- oder Evolution. Und ich fand zum Beispiel diese Schöpfungsgeschichte, ich fand das immer, also Christen müssen so bescheuert sein, wenn sie an die Schöpfung glauben. Weil, also Evolution ist doch nachgewiesen. Da habe ich dieses Buch gelesen und dachte, also so bescheuert ist das jetzt gar nicht, was der schreibt. Vielleicht habe ich bisher einfach nur die Argumente noch nie zur Kenntnis genommen und so. Und also ganz vieles fing an in meinem Denken. Und ich gab auch eine Phase, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich glaube auch schon. Habe aber trotzdem jeden Tag 6 Schachteln Zigaretten geraucht und trotzdem weiter getrunken und war trotzdem in der Spielhalle. Das war so eine ganz merkwürdige Sache. Und dann gab es einen Punkt im Dezember 1986, wo ich überhaupt nicht mehr konnte. Also bei mir sind dann die Schulden zusammengebrochen und wirklich alles. Also es ging einfach gar nicht mehr. Und ich hatte einen Plan, ich sagte, ich nehme das Leben. Ja. Ich habe einen konkreten Plan gemacht, wie ich das machen wollte. Habe mich wieder betrunken an diesem Abend, um mir Mut zu trinken. Und dann sitze ich da auf meinem Bett, eine Zigarette im Mund, Alkohol im Kopf. Und plötzlich kommt ein Gedanke in meinen Kopf und Gott, wirklich Gott redet mit mir und sagt, wenn du das jetzt machst, dann stehst du vor meinem Thron und so wie du gelebt hast, kannst du hier nicht bestehen. Und ich bin völlig, kannst du dir vorstellen, ja, total betrunken und kommt so ein Gedanke in deinen Kopf und ich bin vor meinem Bett niedergekniet und habe gesagt, okay Gott, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann musst du mir aber auch helfen, weil ich komme hier alleine nicht raus. Ja, ich brauche irgendwie eine Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll und bin eingeschlafen. Und am nächsten Morgen, wirklich ungelogen, ohne Witz, ohne Scherz, Zeugen, ich nenne euch gleich 2 Zeugen, die könnt ihr fragen, klingelt es an meiner Tür. Da stehen 2 Leute vor der Tür und zwar Sven Godau, Pastor aus Hamburg, und Britta Heimann, die ja auch Gemeindeglied hier ist. Und die kannte ich beide, habt ihr aber jahrelang nicht gesehen. Und die kommen, stehen da und sagen, du, Uwe, ist für dich ein bisschen komisch oder so. Sven sagt, ich bin zum Glauben gekommen jetzt und wir haben uns heute Morgen getroffen und haben gebetet und wir hatten den Eindruck, Gott sagt uns, wir sollen mal zu dir kommen und sagen, es gibt Hoffnung auch für Suchtkranke. Ja, am Abend nach diesem Gebet stehen die vor meiner Tür. Ja? Ich fange an zu heulen, ne? Erzähle denen die Story vom Abend vorher, die fangen an zu heulen irgendwie und wir haben dann zusammen gebetet und
dann haben die mir gezeigt, wie ich mein Leben Jesus geben kann, was es bedeutet, seine Sünde zu bekennen, neu anzufangen. Aber sie haben mir auch gesagt, Britta hat damals bei Teen Challenge hier in Berlin gearbeitet, dass es christliche Einrichtungen gibt, wo man eine Therapie machen kann. Ich habe mich dann angemeldet, nicht hier bei Teen Challenge, bei einer anderen Einrichtung. Also es war ein langer Weg, aber der Knackpunkt sozusagen, der Veränderungspunkt war dieser Abend im Dezember. Das waren die zwei, die Gott echt geschickt hat. Und dann dieses Aufräumen zu sagen, über ein Sündenbekenntnis zu sagen, hey Herr, hier ist der ganze Mist in meinem Leben, bitte nimm du das weg und mach es neu. Das war sozusagen der geistliche Start. Und da hat, ja, heute bin ich 57 Jahre alt, damals war ich 22, 35 Jahre hat das schon funktioniert. Also, coole Kiste. Hammer. Wie würdest du sagen, wie hat Jesus dann dein Leben beeinflusst? Was hat er mit dir gemacht? Und wie lebst du mit Jesus? Wie muss man sich das vorstellen, dass da so eine Realität ist, die man nicht sehen kann, mit der du dich aber verbunden weißt und fühlst? Also, ich bin so ein Mensch von meinem ganzen Art und Wesen und so. Ich kann nicht so gut mit Strukturen. Irgendwie, ich lebe viel, also so wie es halt ist. Ich brauche ja viel Strukturen beruflich und wenn du verheiratet bist und so, aber ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie, ich mache jetzt hier mal meine stille Zeit oder so, sondern ich lebe sehr viel, einfach sehr intensiv mit Jesus. Heute Morgen, als ich hier war, war ich noch eine halbe Stunde und dann bin ich einfach um den Block gegangen und habe das mal alles hier gesegnet oder so, ja. Und also das ist sehr stark meine Beziehung mit Jesus. Der ist irgendwie da. Ja, und was mir in ganz vielen Dingen vieles geholfen hat, also ich lese viel, ich komme viel rum, kriege viele Eindrücke und so. Ich habe dann ja evangelische Theologie studiert an der Uni. Es war noch spannend, da sagten dann Leute, ah, da fällst du vom Glauben ab und so. Es war für mich ganz anders. Ich fand das super bereichernd, diese ganze Geschichte, die Texte besser zu verstehen und so. Also es gibt ganz vieles, was eine Rolle spielt. Ja, ist schwer, so auf einen Punkt zu kriegen. Was ich aber auf jeden Fall sehr erlebe, ist eine unfassbare Gegenwart Gottes. Also mich hat es vor kurzem gesundheitlich ziemlich gerupft. Also ich hatte im Dezember einen Herzinfarkt. Das war also ganz schön einschneidend. Und dann lag ich da in der Klinik und da kam dann die Ärztin, da kam eine Psychologin und die sagte, also einfach ganz wichtig, dass Sie wissen, bei ganz vielen Leuten kommt nach einem Herzinfarkt einfach eine riesengroße Panik, ja, so eine Angstattacke und so, und wenn ich sterbe und was wird dann, dass Sie wissen, das ist normal. Und mein Gefühl war, hey, also ich war wieder ein Tag im Dezember, der Tag damals war ein Tag im Dezember, als ich mich bekehrt habe, und ich merkte und dachte, boah, ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt noch 34 Jahre kriege. Also mein Grundgefühl war eine Riesendankbarkeit. So, dann liege ich da, bete innerlich, das vielleicht jetzt mal, also vor ein paar Jahren hat Gott mir das Sprachengebet geschenkt, was mir in solchen Situationen auch eine Riesenhilfe ist, wo du einfach merkst, das betet mich dann innerlich sozusagen und das ist irgendwie richtig schön. Jesus hat Gott einmal beschrieben als einen Vater, als einen guten Vater, immer wieder taucht das auf, auch im berühmten Vater unser. Wie ist das für dich, dass Gott so als Vater beschrieben wird? Ich kann mir vorstellen, bei deiner Kindheit war das alles andere als eine Vaterfigur, der du dich, ja, es war ja für dich alles fremd. Wie hast du dich da angenähert an diesen Vater im Himmel? Das ist tatsächlich eine der größten Baustellen meines Lebens. Das erste Bild, was ich von meinem Vater vor Augen habe, die erste Erinnerung, ist, dass meine Mutter schreiend und meine Geschwister in Panik durch die Wohnung gerannt sind und sind auf den Dachboden gerannt. So, und ich habe von unten durch die Luke geguckt und da hing mein Vater am Dachbalken. Der hat versucht, sich aufzuhängen. Die haben den dann abgeschnitten, aber das ist meine erste Erinnerung an meinen Vater. Oder mein Vater hat so Sachen gemacht, wir waren vier Geschwister zu Hause, der hat uns, also wir sollten uns im Garten treffen, saßen an dem Tisch, dann hat er meinen Bruder geschickt zum Laden ein Eis holen, so ein Eisbecher, und dann hat er den in die Mitte gestellt und uns alle angelächelt und hat ihn dann alleine gegessen. Und dann durften wir wieder gehen. Also die Erinnerungen an meinen Vater, die waren einfach nur übel, ja, wirklich übel. Und als meine Mutter irgendwann meinen Vater verlassen hat, war auch klar, also die ist dann weg und damals ging es noch Scheidungsrecht schuldig und all diese ganzen Geschichten, dass er, also der hat gesoffen auch, der hat das ganze Geld durchgebracht und der hat sie vergewaltigt in der Ehe, also richtig böse. Und ich bin von meinem Charakter her das Kind, das dem Vater am ähnlichsten ist. Und ich kannte meinen Vater nicht, ich kannte ihn nur böse, aber meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, ja, du bist ja genau wie dein Vater.
Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das hat sich wie so ein Fluch eingebrannt. Also wenn du bist wie der, den ich nicht mag, du bist wie der Böse, da war immer dieses Gefühl, mich mag eh keiner. Und das zweite Gefühl, ich werde sowieso scheitern, weil mein Vater ist ja immer gescheitert. Es wird sowieso nie gut gehen. Und wie sehr das mitgeht, das hätte ich gar nicht gedacht, auch als Christ dann. Ich weiß noch, in der Therapiezeit, ne, habe ich gedacht, nee, schaffst das ja sowieso nicht. Dann habe ich eine Erzieherausbildung gemacht, du schaffst das ja sowieso nicht. Habe mit dem Theologiestudium angefangen, du schaffst das sowieso nicht. Also immer diese Sätze, die so durchgehen, die so mitgehen. Und richtig extrem kam es dann irgendwann, als wir selber Kinder hatten. Weiß noch, wir hatten zwei, ich glaube das dritte war unterwegs und ich habe dann richtig ein paar Monate lang nachts Panikattacken gekriegt, dass ich dachte, was ist, wenn meine Kinder so werden, wie mein Vater geworden bin? Ja, was ist, wenn die so wenn es die trifft? Ja, und wer weiß, was ich für ein Vater bin und wer weiß, wie ich in Stresssituationen reagiere und wer weiß, wenn ich mal durchbrenne oder 26 Jahre hat die Ehe jetzt gehalten. Aber so diese Ängste, die kamen so massiv. Und dann war es eine ganz tiefe geistliche Erfahrung, in der Bibel zu lesen, dass da steht, also ich will die Sünden der Väter verfolgen bis ins dritte und vierte Glied, aber mein Segen soll gehen bis ins tausendste Glied. Und das war so dieses, okay, mein Urgroßvater war schon irgendwie Säufer und mein Großvater und mein Vater und ich, und dann war das vierte Glied rum und dann sagen, okay Herr, ich nehme geistlich in Anspruch, dass für meine Familie was anderes gilt, ja, und dass du das veränderst. Und das waren so Erfahrungen zu merken, wie diese Panik weggegangen ist, dass ich ein liebevoller Vater werden konnte. Dann habe ich ein paar tolle Erfahrungen gemacht, meine Mutter war wieder verheiratet und auch mit dem Stiefvater war es schwierig, aber der wurde dann ein richtig toller Opa, der lebt leider nicht mehr, aber die Kinder haben den geliebt. Also ich habe erlebt, dass Gott das auch echt heile machen kann. Und jetzt haben wir neulich Silberhochzeit gefeiert und unsere Kids haben so ein Kreuzworträtsel gemacht mit allen Gästen. Und eine Frage war, wie viel von den 5 Kindern waren nicht geplant? So, fiese Frage irgendwie. Und also 2 waren das. Die erste sollte gar nicht so schnell kommen und die letzte, da hatten wir schon gedacht, war schon durch, aber okay. Und dann steht mein Sohn Florian nach vorne, der die Auswertung gemacht hat für das Ganze und sagt, aber eins muss ich noch klarstellen, die Frage war, wie viele Kinder sind nicht geplant, aber alle 5 haben wir immer gewusst, wir sind gewollt. Ja, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, ist, dass sie uns wollten, dass sie uns lieben, dass sie dankbar sind für uns. Und wenn du dann stehst mit so einer Vaterwunde wie ich und dein eigener Sohn spiegelt dir, was du für ein toller Vater bist, ja, ey, mich hat es echt geschüttelt in dem Moment, da hat er nur das Kreuzworträtsel ausgewertet, aber du siehst, dass Gott das auch wirklich heile machen kann. Sitzen hier vielleicht Leute, die haben ähnliche Geschichten oder kämpfen mit Menschen, um die sie sich auch kümmern. Was würdest du sagen, was würdest du denn mitgehen wollen? Ist der Jesus, den du erlebt hast, derselbe, den sie auch erleben können? Was würdest du denen sagen, was würdest du denen zusprechen wollen? Also, was nicht das Gleiche ist, ist die Geschichte. Es gibt 7 Millionen Menschen auf dieser Erde und Gott hat 7 Millionen Mal eine unterschiedliche Geschichte. Und ich kenne Leute, die sind suchtkrank gewesen, die sind nicht frei geworden. Ich kenne Leute, die haben um einen Partner gebetet und sind Single geblieben. Und ich habe eine Frau und 5 Kinder geworden, gefasst. Aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass Menschen, die mit ehrlichem Herzen gesagt haben, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, dass sie nicht von Gott eine Antwort gekriegt haben. Und was ich total mir wünsche, ist, dass jeder, der hier ist, sagt, hey, dieser Jesus, den Uwe auf seine Weise kennengelernt hat, den möchte ich in meinem Leben auf meine Weise kennenlernen, weil Jesus ist wirklich der Gleiche. Und er ist der gleiche gute Vater, der in unseren Herzen das Heile machen kann. Uwe, vielen Dank. Wir hören ein Lied, um das alles ein bisschen sacken zu lassen. Das ist die Vertonung des Vaters Unsers. Und wir einfach dem nachdenken können und vielleicht natürlich auch beten können und diesen Vater anrufen können, wenn uns danach ist.